meine lieben Meerwasserfreunde, seid gegrüßt. Heute haben wir wieder Sonntag, der Sonntags-Meerwasser-Vlog, Teil 8 haben wir heute. Ja, so, was ist die Woche großartig passiert? Ihr habt gesehen, ich habe die X1 vorgestellt, ist diese Woche angekommen, am Freitag ist sie gekommen, die neue kleine Camur. Ich muss sagen, bin ich schon sehr begeistert von. Ne, hätte ich nicht erwartet, also auch sehr genau. Ich meine, okay, gut, es ist eine nagelneue Pumpe. Ja, es sei jetzt mal dahingestellt. Ne? So, klar. Aber ich muss sagen, preis-leistungsmäßig gesehen, ja, für das Geld finde ich das schon okay. Auch hat eine recht schöne, nette App, also finde ich zumindest. Ich finde die App schon mal echt wirklich ansprechend. Auch halt eben das Gimmick, dass ich halt auch den Container Füllstand halt auch abrufen kann und sehen kann, finde ich halt, also ich persönlich eine gute Sache. Das haben ja auch nicht allzu viele Dosieranlagen. Ja, eigentlich ein ganz nettes Ding. Ja, dann weiterhin, ich habe das jetzt geändert. Ihr wartet ja schon auf die Auflösung vom Giveaway, die Auslosung. Ich sag mal so, ich weiß schon, wer der Gewinner ist. Das Video folgt jetzt sofort nach diesem. Ich habe ein eigenes draus gemacht, weil ich wusste jetzt nicht, ja, nachher erkennt es irgendeiner nicht und wartet und wartet und denkt, wann ist die Ausspielung, weil wir uns immer den Sonntagsvlog nennen. Deswegen habe ich jetzt quasi zwei Videos draus gemacht. Also das folgt jetzt sofort nach diesem hier. Das setze ich auch dann kurz nach dem Sonntagsvlog online. Ja, und da kommt die große Auslosung. Und ja, es gab einen glücklichen Gewinner. Und wer das ist, dazu müsst ihr nachher auf das Giveaway-Auslosungsvideo umswitchen. Ja, ansonsten diese Woche, was war sonst noch gewesen? Ich war wieder viel unterwegs gewesen. Ich habe mir viele Gedanken gemacht zum Thema. Ja, also es ist unwahrscheinlich. Ich muss sagen, ich bin wirklich echt erstaunt. Ich habe jetzt so ein paar Sachen von der Firma GL mal vorgestellt und ich muss sagen, die Resonanz darauf ist ja unwahrscheinlich hoch. Boah, bin ich sehr erstaunt. Ich habe auch sehr viele Mails, PMs und alles Mögliche bekommen von euch, von vielen Zuschauern, sage ich mal so. Und da bin ich halt schon, sage ich mal, sehr erstaunt, dass auch da so ein hohes Interesse nachsteht. Ja, also ich bin gefragt worden, also wir werden, also das gebe ich euch hier schon mal zu, Brief und Siegel drauf, wir werden die große GL-Story machen für den Profilux. Ja, dafür habe ich mir die Woche schon so ein paar Gedanken gemacht, ich habe einfach einen Fahrplan gemacht, ich habe überlegt, wie können wir es am besten realisieren, wie bringen wir es am besten rüber, habe ich halt eben überlegt. Und ja, ich habe mir gedacht, wir werden es halt am besten wohl so machen, dass ich einfach das Hauptmenü nehmen werde und ratter dann quasi mit euch das Menü durch. Das heißt, wir fangen halt oben an, in die verschiedenen Folgen. So roundabout komme ich so auf 15 Videos, wird die Serie haben, 15 Videos. Ja, sagt ihr mir doch einfach mal, ob das so für euch okay ist, ob ihr euch das so vorstellt. Also wir werden das Maximum an dem Ding anschließen. Wir werden also alle Möglichkeiten, die wir haben, alle Sensoren, wir werden das alles ankuppeln. Ich habe mich dafür nochmal mit der Firma GL kurz geschlossen. Wir werden halt eben schauen, dass wir sagen, okay, pass auf, wir werden alle Sensoren anschließen, wir werden alle Möglichkeiten, was wir halt haben, an Steuerungsmöglichkeiten dranhängen. So dass wir im Prinzip, und dann werden wir durch das Menü durchwandern, wie ich euch das gerade schon erläutert hatte. Und so kann ich ja dann eigentlich theoretisch jeden Punkt euch erklären, weil wir haben ja dann auch alles angeschlossen, weil das halte ich dann auch schon, denke ich mal, für wichtig. Ja, und jetzt einfach die Frage an euch. Ja, was habt ihr noch für Ideen, für Tipps? Wie könnten wir das noch umsetzen? Was ist euch auch vielleicht noch ganz wichtig? Sagt mir das doch vielleicht auch mal. Weil es gibt im Profilux auch, wenn es so in die Regelungstechnik reingeht und da auch in die Programmiererei für die Regelung, das ist schon relativ komplex und ich denke mal, da werden wahrscheinlich viele noch Fragen zu haben.
Aber ich bitte euch hier, haut mir mal einfach alles in die Kommentare, also zum Thema Profilux, Doku nennen wir es mal. Haut mir einfach mal alles in die Kommentare rein, wie ihr euch das vorstellt, wie ihr euch das vielleicht denkt, wie ich das am besten aufsetzen könnte, wie ich das für euch am schönsten umsetzen kann. Ja, äußert da vielleicht auch nochmal eure Wünsche, dass wir da irgendwo mal jetzt so in etwa mal uns mal, ne, damit ich so einen Fahrplan halt machen kann. Ne? Da ich das ja alles für euch tue, würde ich mich natürlich jetzt auch super freuen, wenn ihr mir jetzt hier so ein paar Angaben dazu mal macht, damit ich dann halt auch eben weiß, so, wie kann ich es denn am besten, wie gesagt, für euch rüberbringen. Ja, ansonsten war die Woche jetzt nicht wirklich viel. Als nächstes werdet ihr sehen, ja, ihr habt lange gewartet, sie kommt auch jetzt, die große Vorstellung zur Red Sea Reflat. Ich sag mal so, ich werde das jetzt alles mal aus der Nähe zeigen, haarklein, die Halterungen, die Möglichkeiten der Halterungen werde ich euch alles zeigen in dem Video. Auch zur Lampe, ich werde die einfach mal hier drüber bauen. Weil ich habe gestern ein sehr interessantes Video gesehen, also ich sag mal die Kollegen aus den USA, ich verlinke euch das hier oben mal, Bike Reef Supply TV, die haben die Lampe ganz groß getestet und wer die Jungs von Bike Reef Supply verfolgt, der wird wahrscheinlich das Video wahrscheinlich schon gesehen haben und die Jungs vermessen ja auch wirklich alles. Die machen ja sämtliche Tests, ich kann das halt nicht, ich habe von Lichtmessung keine Ahnung, ich möchte das auch gar nicht. Ich kann euch nur meine Erfahrungswerte sagen. So werde ich euch das auch vorstellen. Aber ich werde das koppeln mit dem Video, denn dort hat die Red Sea Reef LED unwahrscheinlich gut abgeschnitten. Also die Jungs haben ja quasi jetzt eine Liste über die Jahre erstellt, wo die also alle Lampen drin vermessen haben. Topführend waren ja immer bisher die Kessel-Lampen, die standen ja immer ganz weit oben, die A360RX, die ganz neue, die hat also auch alles da abgeräumt an Messwerten. Und ja, jetzt ist halt eben der Test der Reflat von Red Sea gewesen und die hat unwahrscheinlich gut abgeschnitten. Also die hat ein wirkliches, absolutes Top-Spektrum. Die Paarwerte waren auch erstaunlich sehr, sehr über, also die waren überaus hoch gewesen. Man hatte das eigentlich so gar nicht erwartet von der Lampe. Und ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, ihr werdet es ja im Video sehen, aber ich war auch, muss ich ehrlich sagen, sehr skeptisch. Ich hatte mich ja auch mit Red Sea getroffen, wo ich die Lampe bekommen habe und habe mit den Jungs auch den ganzen Abend viel diskutiert, was das betrifft. Weil das Ding ist halt eben das, ich habe, ja, wie soll ich sagen, also ich sag mal die Angaben, boah, warum zieht denn hier ewig die Kamera weg? Nein, also ich war ein bisschen erstaunt. Das Ding war ja das gewesen, es gibt ja den neuen Red Sea Konfigurator. Und für einige Becken fand ich die Angabe der Reflat 90 von der Anzahl her, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach. Also ich habe mir gedacht so, pff, ja, 90 Watt, ja, so zwei Lampen über einen 350er Reefer, 350 Liter, ja, so, wir sind bei 180 Watt. Ja, ich fand das halt eben, und das habe ich auch an diesem Tag, wo ich mich mit Red Sea getroffen habe, mit den Jungs durchgesprochen und habe halt gesagt, seid ihr euch da wirklich sicher? Und ja, die Jungs haben gesagt, ja, hundertprozentig, wir haben das alles getestet, gemacht, getan, du wirst schon sehen, die Lampe ist richtig gut. Ja gut, wenn ein Hersteller mir das sagt, muss ich das nicht immer glauben. Ja, also ich mache mir immer, ich bilde mir grundsätzlich immer meine eigene Meinung. Und ja, die Tests, die ich jetzt halt gesehen habe im Bulk Reef Supply, muss ich sagen, holla die Waldfee. Also das Ding ist echt, scheint wirklich echt gut zu sein. Ich bin auch sehr gespannt drauf. Und ja, jetzt werdet ihr die Tage sehen. Ich werde das wieder parallel machen. Ich werde halt die Lampe einmal wieder vorstellen. Ihr habt euch wahrscheinlich gewundert, auch wegen dem Low-Budget-Projekt, dass ich das halt immer so gemacht habe, so in so einem Wechsel halt. Ja, weil es ist ja einmal eine Vorstellung auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Low-Budget-Projekt, wo wir auch ein bisschen mehr auf das Licht eingehen. Wieso, weshalb, warum? Und also da nicht wundern, da kommen halt dann täglich dann immer die zwei Videos. Ja, es wird immer die Vorstellung sein und halt eben
ja, nochmal dann jeweils in der Folge LED, also Licht für das Low-Budget-Projekt, habe ich euch ja auch versprochen. Da machen wir ein bisschen mehr so über Licht halt, wollen wir da reden. Da also nicht verwundert sein. Ja, so, also, wie ich jetzt gerade sehe, haben wir wieder 10 Minuten um. Ja, ist einmal alles ganz, ganz schnell weggelabert. Ja, ansonsten ist die Woche noch nicht viel passiert. Ich wollte die Sandra noch besuchen wegen dem Aquariumprojekt. Ich habe ihr ja ein Aquarium aufgebaut. Das Ding ist aber das, ich habe es die Woche nicht geschafft. Ich war noch Freitag auf dem Rohrbruch sehr, sehr lange gewesen und also von der Arbeit aus jetzt hier. Und ja, da hatte ich einfach die Zeit nicht mehr für, dann auch noch nach Hürth zu fahren. Ich habe also die Aufnahmen nicht machen können, aber es ist nicht schlimm. Wir haben ja im Vorfeld ein paar Aufnahmen gemacht. Den Aufbau konnten wir leider auch nicht aufnehmen. Das kann ich auch direkt schon mal sagen, weil das Becken war ja so trüb gewesen mit dem Sand, dass wir halt die Korallen erstmal einfach sicher untergebracht haben. Aber man konnte da kein Video von drehen. Ich habe zwar gedreht, aber das Material ist Schrott. Also da ist kaum was drauf zu erkennen. Ne? Damit das mir glaubt, werde ich euch ein paar Sequenzen da einspielen, wenn das Video kommt. Aber wie gesagt, das ist nicht brauchbar. Also ich werde euch da aber was Schickes zusammenstellen, das kriegen wir schon hin. Nur das habe ich diese Woche leider auch nicht mehr geschafft. Ja, ansonsten war die Woche wieder für mich viel Arbeit. Ja, mehr gab es derzeit in dieser Woche halt eben nicht. Von daher ist auch jetzt mit dem Vlog hier Ende. Die Woche ist erklärt worden. Freunde, da oben verlinke ich es rein. Wenn ich es schon kann, weiß ich gar nicht. Ich guck mal, also das Giveaway, die Ziehung, ja, des Gewinners folgt jetzt sofort nach dem Video. Ich mache das, setze es jetzt gleich direkt hier nach online. Und ja, dann drücke ich mal den Daumen dem Gewinner. Ihr seid alle am Zittern. Einer ist es. Wer es ist, guckt ihr euch bitte im anderen Video an. Freunde, ich wünsche euch einen netten Restsonntag. Vielen, vielen Dank, dass ihr momentan auf dem Channel so geil mitmacht. Haut mir was in die Kommentare, was auch immer. Der Sonntagsvlog ist ja für alles da. Da könnt ihr mir alles reinknallen. Vorschläge, Ideen, Fragen, whatever. Freunde, Marc ist raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin weg, euer Marc. Bis dahin zum nächsten Video. Ciao, ciao.